So, eine Aufnahme geht noch, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, das könnten auch die Himbeerbüsche sein hier. Wo ich die Himbeeren bekomme. Hey, you must be getting pretty strong working on that farm all day. Ja, der steht auf Stärke-Sachen oder was? Gucken wir mal, ob es was Neues am Strand gibt. Oh. Badetücher. Und Würmer. Würmer ist immer gut. Vielleicht zweimal. Oh, neues Buch. Sehr schön. You found a lost book. The library's collection has expanded. Okay, cool. Hier noch ein. Wow! Zwei Bücher. You found a lost book. Okay. Muss ich doch nochmal in die Library? Komm ich nicht drum rum. Oh, was ist denn das? Eine Snail. Eine Muschel. Mussel. Heißen die Mussel? Heißen die wirklich Mussel im Englischen? Eine Muschel? Wäre fast ein bisschen zu easy, ja. Gucken wir uns hier noch alle. Oh, schöne, feine, viele Sachen. Oh ja, alles her damit. Alles her damit mit dem Krempel. Jawohl, sehr schön. Können wir mal alles gebrauchen. Eben aktuell jetzt nicht, aber mit Sicherheit irgendwann mal. Da stehe ich dann da und sage, hätte ich doch bloß die Muscheln von früher gehabt. Oder die Korallen oder was auch immer. Ja, kann passieren. Ja, hier war nichts, genau. Aber vielleicht legt mal irgendwann jemand was in die Truhe rein da, in diese Box. Genauso wie die Kohle in den Wagen drin ist in der Mine. Könnte sowas ja hier eventuell auch passieren. Oh, wer bist denn du? Kennen wir uns schon? Die Lea. There are actually a lot of wild food in this area, if you know where to look. Of wild food. Pass mal auf, du kriegst mal ein Blümchen. This is a really nice gift, thank you. Okay, cool. Also am besten jeden Tag auch mal ein paar Gifts verschenken, weil du kannst ja, wie gesagt, bloß ein Gift pro Tag. Und mit Angeln muss ich mich mal ein bisschen mehr beschäftigen. Das war auch noch eine Sache, ey. Ich habe die Angeln in meinem Haus liegen. So, ihr zwei, alles cool. Und du, Hübscher, Sam. Dad was telling me about our national enemy, the Gotora Empire. They sound like a ruthless bunch. Okay. Was auch immer. Ich könnte jetzt einen Iron Bar machen. Auf jeden Fall muss ich die Kupferbars mal alle bearbeiten. So, wir wollten. Ne, wir wollten. Wo wollten wir eigentlich? Wir wollten doch zum. Zur Library, zum Museum. Mal schauen, was die zwei Bücher uns für schöne Hinweise geben. Oh, arbeitet endlich mal einer. Ice Cream 250 und macht 100 Energie und 40 Health. Für 250 Gold allerdings. Das ist im Moment überhaupt nicht drin. Ich will jetzt endlich meine Tierfarm und meine Kitchen vor allen Dingen. Also Stein und Holz müsste ich, glaube ich, genug haben, aber mir fehlen die Goldstücke. Muss ich mal gucken, was die kosten. Ja, da gehe ich am besten als nächstes mal hin. Ich habe zwei Bücher gefunden. Ah, da. So, The Fisherman, Act 1, Text. Gordy, how do you catch so many fish for me? It takes forever. Okay, wie angelst du so viel Fisch? You must make the choice to become a true fisherman. And over time, your fishing speed will increase. Ja, wie das mit allem so im Leben ist, ne? Wenn man an irgendwas arbeitet, wird man immer besser darin. So you're saying that improving my fishing skill will make me fish faster. Ah, okay, cool. Correct. One day you may even learn the secret to creating your very own bobbers, improving your mastery even more. Now begun. Okay, interessant. Your bobbers, das sind bestimmt die Köder. How deep do the mines go? This question has been pondered by many Stardew Valley explorers over the years. The truth is, no one really knows, or at least there aren't telling anyone. Unfortunately, many of those who venture deep into the mines never return. Ooh. However, there have been a few bold adventurers who have traveled deep into the mines and have resurfaced with interesting reports. Okay, apparently there are three distinct areas in the mine. Oh, drei verschiedene Areas. Also Eis war jetzt zum Beispiel das zweite, ne? Glaube ich. War das schon das zweite oder war dieses Dunkle da auch schon eins? Eine Area. Each with unique monsters and treasures. Some adventurers speak of
gigantic underground lakes and strange creatures, but none of these claims have been proven. Okay, also da waren schon einige Abenteurer unten unterwegs. Manche kamen erst gar nicht zurück. Wollen wir natürlich für uns nicht hoffen. Und keiner weiß, wie tief die Mine geht. Entweder behält sie jeder für sich, derjenige zumindest, der es weiß, oder es war noch keiner bis am Boden. Interessant. Ich werde übrigens mal so einen Angeltag einlegen, den werde ich aber nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, den werde ich nicht irgendwie aufnehmen. Mich ein bisschen mit dem Angeln komplett mal auseinandersetzen. Weiß nicht. Wäre das interessant, wollt ihr das sehen, wie ich da im Verzweifeln bin beim Angeln? Ich stelle mir das ein bisschen blöd vor, du bist die ganze Zeit nur, keine Ahnung. Mal gucken, was interessant wird. Ich will mal kurz zu Robin mal gucken, was nochmal die einzelnen Sachen kosten. Wie zum Beispiel das Kitchen, vor allen Dingen die Kitchen. Ich brauche unbedingt mal eine Küche, dass ich endlich mal was kochen kann aus den Sachen, die ich gefunden habe. Keine Ahnung. A train is passing through Stardew Valley. Okay. Aber selbst Pranga konnte damit noch nichts anfangen und die spielt, wie gesagt, definitiv länger. You're always welcome to visit us, even if you aren't shopping, you know. Ja, geh mal bitte rein hier, komm. Ich will was. Ich will... Wo gehst du jetzt hin? Was hat das mit Real Life zu tun, dass Leute abhauen, wenn man gerade was kaufen will? Oh, was ist das? Kann ich auch nichts machen. Ich habe auch irgendwann mal den Sonntag verpasst, habe Rezept verpasst. Beziehungsweise schon mehrere Sonntage. Robin, wo bist denn du jetzt hin, du olle Nudel? Ach, komm. Robin! Dein Laden ist offen und du bist nicht da. Das ist doof. Oh, wir mal. Coal? Coal? Und Clay sogar. Cool. Robin, geh mal in deinen Laden, ey. Du hast geöffnet. Du hast sowieso nur 5 Stunden offen oder so. Hallo? Geh mal in deinen Laden, bitte. Robin, bitte. Bitte. Muss ich dir was schenken? Sag mal, was könnte ich denn dir schenken, Clay? Nee. Eine schöne Muschel? Komm, ich schenke dir mal eine schöne Muschel. A very common type of stone. It's not worth very much. Limestone. Okay, aber ist relativ selten. Thank you. This might come in handy. Was? Weiß nicht. Robin, geh mal in den Laden rein. Ich will mal kurz die Preise nochmal wissen für die Kitchen, damit ich weiß, wie viel Gold ich einschätzen muss dafür. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du Olle, was denn hier? War das nicht zu? Oh. Neuer Abschnitt? Wann habe ich denn den freigeschaltet? Ein Bad. Okay, da gehen wir mal rein. What the fuck? Oh, oh, you can't go there. Oh. Okay. I can't go into the locker. In the room for... Was mache ich hier? Oh. Trying to shower with your clothes on. Oh, wo kann ich mich denn ausziehen? Ach ja. Hä? Ach so, und da geht's dann. Okay. Oh. Aber ich bin so langsam. Okay. Ich kann mal eben schwimmen gehen. Mit welcher Absicht? Es ist aber schon spät, scheiße. Wo schwimmen wir denn? Hä? Okay. Was? Für was? Wieso, weshalb, warum? Okay, das ist... Bin ich mal sehr gespannt, was das noch... für was das mal gut sein wird, dass man hier schwimmen gehen kann. Sehr komisch. Okay. Irgendwie ist das jetzt gerade verwirrend. Aber interessant. Ach, das ist die Umkleide jeweils und dann kann man jeweils... okay. Ja, interessant. Wo ist der Zug? Okay. Nö, hier gibt's nichts mehr. Ich gehe mal Richtung nach Hause. Hab zwar jetzt nicht viel gemacht. Oh, ich hoffe, ich habe die Sachen gegossen vorhin. Das müssen wir gleich mal prüfen. Aber es hat sich hier ein neuer Weg aufgetan. Das Problem ist, ich habe keine Nachricht darüber bekommen. Also gilt es wirklich auch noch darum, hier regelmäßig alles Mögliche abzuklappern.
von A bis Z, weil sich ständig irgendwas ändern könnte, ohne dass man was davon weiß. Weil davon habe ich definitiv nichts gelesen. Oder könnt ihr euch daran erinnern, dass ich irgendwann mal irgendwas gelesen habe über den Zug? Und was es bringt? Ich nicht. Oh, heute hat Jess Geburtstag. Ich hab's vergessen. Ups. Oh, Jess, tut mir leid. Ich bin noch nicht so neu hier, Mann. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, die Leute hier regelmäßig abzuklappern. Aber schön, dass wir noch mal ein paar Sachen hier gefunden haben. Also, wir werden da definitiv eine Truhe für Muschelzeug machen. Und so weiter und so fort. Guck mal, was eine Koralle bringt. That some consider a delicacy, a colony of tiny creatures that clump together. Okay. Komm, schmeiß mal jeweils hier rein. Muss ich jetzt hier reinpacken, das ist ja doof. Eine Mussel. That often lives in clusters. Eine Mussel. Der Name ist geil. Oh, einmal da. Oh, eins rein. Nicht beide. Oh. Von mir aus. Ich hoffe, die sind nicht so selten. So, komm, geh mal schlafen, ist 10 Uhr. Apropos, ich muss auch bald schlafen gehen. So, der vierte. Die bringen aber gut Gold hier. Warte mal, ich mache übrigens jetzt Screenshots. Also jeweils 160. Das ist ein bisschen einfacher. Kann ich mir das alles nach dem Nein aufschreiben? Interessant. Was war eigentlich mit dem Erdbeben? Wahrscheinlich sollte ich mal mit den Leuten wieder reden. War ja auch noch was. Jo, ich würde sagen, das sieht aus wie etwas, das man ernten kann. With a skiff. Sag mal. Jawohl, genau. Sehr cool. Wheat. Sehr, sehr schön. Wheat. Cool. So, wie gießen wir die anderen Sachen noch, dass wir das nicht vergessen? So. Oh, da unten, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Allerdings fehlt dann noch ein Tag, mindestens. Melonen brauchen ein bisschen länger, schade. Eventuell sollte ich mir doch mehr Samen holen, gerade wenn das alles ein bisschen länger dauert. Noch mehr Sachen anpflanzen. Werde ich auch machen, hier. 9 Samen von irgendwas. Machen wir erstmal ein bisschen Platz. So, dann packen wir jetzt erstmal das hier rein. Die lasse ich mal drin. Das lasse ich jetzt mal hier drin, weiß ich ja noch nicht, wie das funktioniert mit den Steinen. Kommt alles hier rein, der ganze Krempel. Das ist, ja, Gemüse. Kommt erstmal hier rein. Das muss ich mal umsortieren. Okidoki. Ja, die goldenen Sachen, keine Ahnung. Du kommst mal hier unten rein. Und dann mache ich auch ja die Bars, wollte ich mal machen. Die sind hier drin, gell? Kupfer. Oh, hier. Ja, aber mir fehlten ja... Ja, mir fehlten ja... Das ist ja schnell gemacht. Mir fehlten die... Das Gold fehlt mir. Wobei, 500 Gold könnten wir zusammenkriegen. Das machen wir in der nächsten Aufnahme. Das machen wir ein paar Sachen verkaufen. Bis dahin gucke ich nochmal alle Preise nach. Tue meine Liste nebenbei auf dem zweiten Bildschirm aufmachen und dann gucken wir mal... Von was haben wir viel? Was bringt viel ein? Was könnte man mal verkaufen? So, hat der Laden schon offen? Erst um 9, komm her auf. Gehen wir mal zum Erwin. Ja, mal gucken, was der zu sagen. Was ist? Ach, ernsthaft. Hast du irgendwas zu sagen wegen dem Erdbeben? What do you want? Was, hast du was vom Erdbeben gehört? I've got more important things to do right now. Das ist ja gut, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich lebe. steht ja was. Our beloved Mona. Und was? Okay. Interessant. It's old and faded. Da steht schon gar nichts mehr drauf. Oh, da ist hier. Ein Blümchen. Dann fangen wir mal das Blümchen noch hier ein. Das Sweet Pea, genau. Sieht schön aus hier. Speziell im Sommer hier die... Was auch immer. So. Es ist spät genug. Ich würde mal gerne hier mit dem reden. Sitzen aus. I wonder if it's anyone's birthday today. I'd better check the calendar by Pierce Shop. Ja, super Hinweis.
Also, es ist gut, dass man zumindest auch von den anderen darauf hingewiesen wird. Ey, hier übrigens, guck mal. Herr Treasure. Guck mal übrigens auf den Kalender oder mach mal das, mach mal das. Das ist nicht schlecht. Okay, der hat jetzt nichts dazu zu sagen. Guck mal kurz hier rein. Um 12 erst. Naja, gut. Was war hier nochmal drin? Ich klappe mal ein bisschen ab wieder. Weißt du was mit Erdbeben, Schatz? George spends the whole day in front of that damn television. Ja. Und was sagt die Television? Apropos, Sonntag muss man wieder ans Ding gehen. So you're a farmer. At least it's a honest work. Ja. Es ist eine sehr gute Arbeit. Jo, kaufen wir ein paar Samen, pflanzen die noch ein. Summer seeds available, jawohl. 13 Tage, das ist aber auch scheiß lang. 11 Tage für die Tomaten, 13 für Blueberry. Reduce after first harvest. Wie viel haben wir noch massig? Okay. Dann mach mal 1, 2, 3, 4. Wenn es so lang braucht, gibt es auch hoffentlich ein gescheites Material. Melonen braucht 12 Tage. Oh, ich bin erst an Level 5. Tag 5. Pepper. 5 Tage. Pepper müsste ja dann nicht heute schon fertig sein, theoretisch. Machen wir noch mehr Wheat. Mal ruhig wieder 10 machen. Radish, 6 days. Aber auch nur einmalig. 1, 2, 3, 4. Zack. Poppy Seeds. Plant in summer produce a bright red flower. Brauchen wir nicht. Plant in summer takes assorted colors. Nee. Ich brauche definitiv was zu futtern. Melonen braucht 12 Tage. Sollen wir da mal noch 2 mitnehmen? Tomaten, 11. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo was gepflanzt war. Ah, oder einfach nur. Nee, kommt, das langt. Radish vielleicht ein bisschen. Der ist direkt fertig, kann man direkt benutzen. Oh, genau. Okay, cool. So, pass auf. Dann machen wir das mal mit den Linien jetzt auch. Dann mache ich noch ein bisschen Platz. Für, ja, dass ich die Farben noch ein bisschen besser anlegen kann. Und dann schauen wir weiter. Genau. So war hier jetzt erstmal nichts. Ach, das ist eine Fackel, die. Nachdem, was bewegt sich denn da? Jetzt gibt es hier irgendwo. Ah, guck mal hier. Jetzt können wir einmal diese Seeds, glaube ich, machen. Sag mal. Wo waren sie denn? Die Wild Seeds. Ich brauche einmal Crepe. Jetzt die Spice Berry rausholen. Ja. Die hole ich mir. Und dann mache ich einmal Wild Seeds. Was auch immer die machen. Gib mir einmal. Das war hier drin. Gib mir einmal eine Sweet Pea. Das hier Spice Berry, genau. Zack. Jetzt machen wir einmal. Oh, es gibt gleich 10. Das ist ja geil. Summer Seeds. An Assortment of Wild Summer Seeds. Ach so, Wild bedeutet im Prinzip in dem Moment, das ist durchgemischt, was auch immer sein kann. Ja. So, jetzt will ich aber erstmal noch ein paar Bäume abpflanzen, abholzen, weil ich brauche dringend Sap. Ich muss jetzt auch mal darauf achten, welcher Baum gibt was genau ab. Da war jetzt auch schon mal Sap drin. Okay. War hier eventuell mehr Sap. Also 6 Sap ist aber schon eine schöne Zahl. Guck mal kurz, ob hier ein bisschen mehr drin ist. Das sind jetzt auch 6 Sap. Ja, scheint irgendwie so ein Standard. Gut, 2 Bäume ist noch kein Standard, aber. Es scheint in die Richtung zu gehen. Bei dem brauche ich den Baum nicht komplett abzuholzen. Aber wenn wir schon dabei sind, machen wir es auch mal richtig. Vor allen Dingen ist Sap nur in den Kronen drin. Ja? Ich bräuchte, wie gesagt, den Holzstumpf nicht abzubauen. Weil das Ganze ist doch eine sehr schwere Arbeit, energietechnisch. 6 Saps. Jedes Mal 6 Saps. Nicht mehr, nicht weniger. Also schon mal. Ich glaube, es kommt echt darauf an, wo man steht, dass der Baum auf jeden Fall in die andere Richtung fällt. Du kannst hier wirklich nicht riskieren, ne? Erschlagen zu werden vom Sap. So, komm, dann machen wir erstmal ein bisschen Dünger. Wo ist 30? Habe ich okay. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie viel Platz habe ich denn noch? Fertilizer, also. Erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Geht locker. Tauschen wir das mal kurz aus. Ja, und ich brauche noch Fackeln halt, ne?
Rest machen wir direkt Fackeln, dass ich das nicht vergesse. So, dann Fertilizer. Einmal hier drauf. Dann kommen hier jetzt die... Das sind die Wild Seeds, gell? Ja. Ne? Ist alles dasselbe anscheinend. Vom Look her. Okay, sehr komisch. Dann bitte mal alles gießen. Oh, warte mal. Ich habe doch noch Eisen bekommen. Das mache ich jetzt mal schnell. Nee. Natürlich falsche Truhe. Pass auf. Jetzt will ich einmal Eisen hier. Na. So, jetzt muss ich das erst wieder um. Ich kann mal wissen, ob man das tauschen kann. Beziehungsweise, dass man das auch aufpoppen kann, hier die zweite Leiste. So, mach mal ein Eisending hier. Ein Eisenbarren. Ich glaube, mit einem kann ich zumindest schon mal so einen Sprinkler machen. Das wäre nicht schlecht. Das geht rüber in die andere Truhe und das Zeug wird alles noch angebaut. Na, passt doch. Oh, 4. Ja, da kann ich doch einige von den Snacks machen. Das wäre doch mal schon was zum Überbrücken zumindest. So, jetzt pflanzen wir erstmal den anderen Krempel noch an. Was haben wir da noch? Wheat machen wir auf jeden Fall noch. Also bei Wheat scheint es, glaube ich, nicht so wichtig zu sein, dass das Zeug gedüngt ist. Das pflanze ich direkt. So, 9. Ja, blöde Zahl gekauft. Ja, mein Schatz, du darfst gleich raus. Muss natürlich immer sich die Katze noch einmischen. Ah, kleben direkt. Sehr schön. Kleben. 6. Ne, aber erst. Das tun wir definitiv fertilizen. Da weiß ich nämlich nicht, inwiefern die Qualität da einen riesen Unterschied macht. So, einmal. Dann machen wir noch die Blueberries. Die brauchen auch so ewig. Ah, nochmal 1, 2, 3, 4. Fertilizen. Oh, da geht es direkt schön auf. Das ist gut. 2, 4. Und den ganzen Krim natürlich noch gießen jetzt. Also wieder einiges an Arbeit. So. Ja, ich guck gleich mal, wenn das Ding da ist. Den Sprinkler setzen. Und dann mal schauen, ob der wirklich nur 4 Felder spielt. Das wäre echt ein bisschen wenig. So, zack. Die restlichen Seeds setzen wir hier einfach mal. Ganz wild dahin. Auch ohne Fertilizer. Halt, wenn du schon da bist. Kannst du gleich mal gießen. Lass mal das nicht vergessen. No, es ist schließlich Sommer. Die Sonne brennt heiß. Und ich sehe nämlich nach einer Portion extra Eis. Oder wie war das? So, dann gucken wir halt. Ne, da war noch was zum Setzen. Hier. Ich hoffe, es macht keinen Unterschied, ob gießen und dann setzen oder umgekehrt. So, dann zeige ich mal her. Iron Bar. Und jetzt Sprinkler. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist denn der? Hier. Brauche ich noch einen Copper Bar? Den haben wir, das ist nicht das Problem. Halt, nicht abbauen. Um Gottes Willen. Mit rechter Maustaste. Und dann... What is the 4 adjustment tiles every morning? So, bin ich jetzt mal gespannt, ob das angezeigt wird. Aha. Oh. So, wir beobachten das einfach mal. Ja, das geht ja noch ein bisschen. Geht noch was? 2. Ne, dass es wieder abgeholt wird. Kommt jetzt einfach mal hierher und dann werden wir beobachten, was morgen früh nass ist hier. Sehr geil. So. Ja. Passt eigentlich ganz gut. Es ist Nachmittag. Also, ja. Kurz vorm Abend. Wir sind ziemlich erschöpft. Ich sollte jetzt nicht noch einen einzigen Mausklick machen. Um Gottes Willen. Und die Aufnahme ist auch ziemlich am Ende. Wie gesagt, die letzte Aufnahme für heute. Würde ich sagen, ja, vielen herzlichen Dank mal fürs Zuschauen. Wir packen mal den Lehm noch weg. Die Fackeln oben rein, wo sie hingehören. Das Futter auch. Zack.
Und ja, Leute, kommentarmäßig, vielleicht so kleine Tipps, Hinweise wären mir fast lieber. So nach dem Motto, schau mal danach, mach das mal, denk mal daran, wie wär's mit Angeln, ey, zeig uns mal so eine Angelsession. Oder nee, Angelsession brauchst du uns nicht zu zeigen, da kannst du uns einfach nur kommentieren, wie die Highlights davon waren. Und ja, mal gespannt, wie ihr reagiert. Ich sag schon mal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Euer Chris Be The Bird. Bye, bye. Wenn es euch gefallen hat übrigens, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ist ein kleiner Klick, aber bringt mir sehr viel Freude. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.